zusammen. Ich dachte mir, heute mache ich mal so ein kleines Video über meine Kopf abgeschnitten. Ein kleines Video über meine Lieblingsmesser. Meine fünf liebsten Bushcraft-Messer. Und deshalb habe ich die auch heute dabei. Ich werde die auch in der Reihenfolge zeigen. Ich muss mal die Kamera winkeln, ein bisschen ändern. Erklären warum. So, zum einen ist hier mein mittlerweile bekanntes kleine Tiermagami. Ich habe dieses Video übrigens vor ein paar Tagen schon mal hier gedreht und war so clever. Ja, ich habe so eine Outdoor-Kamera, die übrigens sehr leise sein soll, wie ich gehört habe, mehrfach. Natürlich auf Makroaufnahme gedreht, das heißt, alles, was weiter als einen Meter weg war, war einfach verschwommen. 2 Stunden gedreht, 4 Videos, alles in Arsch. Da sage ich nur, selbst schuld habe. Die Socken hier runter machen. Ich finde es zu eng. Neue Socken sind immer sehr eng oben am Bund. Kein Blut mehr durch. Leck mich in den Tisch. Ja, das ist jetzt Donnerstag, der 13.03.2014. Der letzte Tag meines Urlaubs. Ich hatte eine Woche Urlaub, LKW war kaputt, Führerschein musste erneuert werden. LKW-Fahrer müssen alle 5 Jahre den Führerschein erneuern. Und dazu gehören auch ärztliche Tests. Augenärztlicher Test und so alles summa summarum liegt man dann so mit Führerschein und Passfotos so bei, oh, da habe ich jetzt vergessen, die 5 Module, die man mittlerweile machen muss. Also liegt man dann so bei 800 Euro alle 5 Jahre. Lässt sich aber absetzen. Aber ich schweife schon wieder ab. Das ist wohl eine Sache des Älterwerdens. So, Messer Nummer 1 ist halt mein heller Tiermagami. Dazu habe ich ein Video gedreht, wie ich das modifiziert habe. Das heißt, so eine kleine Patina hier draufgelegt auf die Klinge. Und den Griff soweit runtergeschwärzt, ja nicht geschwärzt, aber abgedunkelt, um die Maserung ein bisschen besser vorzuheben. Und es gibt welche, das ist ja, was ich glaube, Birkenholz. Es gibt Tiermagamis, die haben so einen bildschönen Griff, ohne die zu behandeln. Ich musste meinen behandeln, um da die Maserung richtig rauszuholen. Ich habe das mit so einem kleinen Bunsenbrenner gemacht, womit man sonst so sein also eine Creme Brûlée macht. Also, Helle Tiermagami, gepimpt à la Arthur, zum Beispiel hier unten der Fingergrad, den habe ich weggemacht, also er ist dann auch minimal vorhanden, weil der mich echt gestört hat beim Schnitzen. Und die Originalscheide habe ich zu Hause, weil ich nehme lieber die hier, und das ist die Scheide vom Bücker Bushcraft Plus. Finde ich, passt auch wesentlich besser dazu. Zum Glück passt das auch genau da rein. Ja. Und ich finde, das ist eine richtig gute Bushcraft-Messerscheide. Der Baum hier ist übrigens ziemlich morsch, also ich stecke meine Messer nicht in festes Holz. Dann, also macht das von der Reihenfolge her. Viele werden es kennen und erkennen. Das ist PLSK1 von Dave Canterbury. Also seiner
Pathfinder School. Wenn ich das hier nicht hätte, ich würde das hier kaum noch aus der Hand legen. Wirklich ein bildschönes Messer. Schwer. Ich habe dazu auch ein Review gedreht. Ihr könnt ihr auch die Spezifikationen erfahren. Schöne grüne Mikata-Griffschalen, 01er Werkzeugstahl, Scandi-Schliff. Und das ist das erste Messer, wo ich sage, das könnte man als Survival-Messer bezeichnen oder nehmen. Und jetzt sagen wir mal den ganzen Schnickschnack drumherum. Dave Canterbury nennt das One-Tool-Option. Also man sonst nichts hat außer diesem Messer. Einer schönen Hybrid-Scheide aus Leder und Kydex. Mit diesem Kydex Retention System. Ich meine, das fällt so schon nicht mehr raus. Aber wenn man das dann, diesen Slider nach oben zieht, kann man da dran robben, wie man will. Man kriegt es nicht raus. Ach, hier im Wald wird gearbeitet heute. 01er Werkzeugstall, wie gesagt, nicht kaputt zu kriegen. Für mich wäre das, sag mal, wenn ich jetzt die Wahl hätte, auf eine einsame Insel gehen zu müssen, und ich könnte mir etwas mitnehmen, das wär's. Nummer 3 ist auch ein Messer von Dave Canterbury, oder vielmehr Canterbury hat es designt, und Blindhouse Knives, die es übrigens leider nicht mehr gibt. Und ich habe dieses Messer in dem Monat gekauft, als offiziell bekannt gegeben wurde, dass Blindhouse Knives sich getrennt haben. Kann das also sein, dass es eins der letzten Messer ist? Mit dem hier zusammen, was es noch von Blindhouse gab. Ich meine, Dave Canterbury hat gesagt, die Messer werden weiterhin produziert, aber jetzt von Dan Coppins, der zweite Inhaber von der verschiedenen Blindhouse Knives. Trotzdem, Blindhouse Knife ist ein Blindhouse Knife, und Dan Coppins macht jetzt weiter unter Battle Horse Knives. So. Also Nummer 3, das Pathfinder Scout. Und wer das Video noch nicht gesehen hat, wird sich jetzt wundern, warum die Klinge, das ist auch 01er Werkzeugstahl, warum die Klinge so dunkel ist. Ich habe da ein Senfpatina drauf gemacht, so wie bei dem hier. Allerdings ist das zwar auch Carbonstahl, aber es ist... wie sagt man, trotzdem dreilagiger Laminatstahl. Das hier ist 01er Werkzeugstahl, Carbonstahl, und der hat eine geile Patina angenommen. Komm mal ein bisschen was näher. Halt das mal schräg, dann kann man das besser sehen. Braune Mikata Griffschalen. Wobei ich sagen muss, da habe ich mich ein bisschen geärgert. Da habe ich zu spät gekauft. Die ersten Modelle von dem Pathfinder Scout. Die hatten nicht diesen Saber Grind, sondern die hatten einen Flat Grind, der ging bis ganz oben hin. Und die hatten nicht diese Mikata Griffschalen. Nichts gegen Mikata. Auf gar keinen Fall. Hatten aber, ich kann es nicht übersetzen ins Deutsche. Ich hätte vielleicht mal vorhin gucken sollen. Curly Maple Handles. Und das sah bei diesem Messer schon wirklich saugeil aus. Scheide, tipptopp. Da kann man nichts gegen sagen. Typisch Bushcraft-Scheide. Auch mit einem Firesteel Loop. Mach das mal weg. Sag mal, der ist ja noch fast jungfräulich. Ich zeige euch mal, dass das kein Schrott ist, weil der ist ja mit dabei. Tja,
wäre also das Pathfinder Scout. Übrigens, der Preis hiervon liegt bei $300 mit der Kydex-Scheide. $24 Porto und Verpackung. Und ich meine, das waren 65 Euro Einfuhrgebühr. Also, das ist schon ein etwas teures Messer. Das hier übrigens nur $275, $24 Shipping. Und ich meine 60 Euro Einfuhrgebühr. Aber sowas kauft man sich nur einmal in seinem ganzen Leben. Ich glaube nicht, dass ich das Messer überlebe. Ich glaube, das ist wohl andersrum. Ich werde das Messer an meinen Sohn vererben. Der übrigens auch schon Messer sammelt. Meine Freundin oder Frau übrigens auch. Nummer 4. Das ist ein relativ günstiges sogar. Und das ist das Condor Woodlaw. Woodlaw oder Bushlaw? Woodlaw. In der schönen, wirklich schönen, handwerklich gut gearbeiteten Lederscheide. Ich weiß nicht, wie man die so ein Messer für 50 Euro verkaufen kann. Ich meine, da sind ja noch. Das muss ja rüber transportiert werden von, ich glaube, El Salvador. Und dann noch Einfuhrgebühr. Also ich habe das bei Amazon für, glaube, 49 Euro gratis Versand. Auch Kohlenstoffstahl. Scandi Grind oder skandinavischer Anschliff. Liegt fantastisch gut in der Hand. Und das ist ja so in etwa das gleiche Design wie das Bushlaw oder Woodlaw von Remiers. Ein bisschen dünner, übrigens die zweite Version. Sauscharf ab Werk. Ein mattes Finish hier. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, dass das gestrahlt ist oder so. Ist auf jeden Fall. Macht unheimlich viel Spaß. Es ist extrem scharf gewesen ab Werk. Mal gucken, ob ich jetzt immer schnell. Und man kann damit. Ja. Oh, war faul. Morsch. Ah, ja. Weiß ich also wirklich super durchs Holz. Messer liegt super in der Hand. Bin mir sicher, ich meine, das wäre Walnuss. Habe ich mehrfach schon, da habe ich auch ein Video zugedreht, wie ich das pflege. Hier gibt es hier ist kein Übergang zwischen, ist ja ein Full-Tang-Knife. Übrigens, alle Messer, die ich habe, bis auf eins, sollten immer Full-Tang sein. Denn wenn der Griff bricht und ich müsste es im Wald selber machen, möchte ich die Griffe auch wirklich selber anfertigen können. Und das sind bei solchen Sachen wie, ja, solchen scheiß Fiskars K40 Messern einfach nicht möglich. Das Messer kam also sehr scharf ab Werk. Ihr seht, wie das Holz wegspritzt. Schönes Messer. Ich habe zwei davon. Das eine liegt noch im Karton. Ich hoffe, meine Frau, die sieht das Video nicht, weil das zweite Messer, das wird ihres sein. Ich bin mir sicher, die wird sich darüber freuen. Die hat sich jetzt, also angefangen hat es damit, dass ich ihr ein Bora Fire Knife geschenkt habe und die hat das immer im Auto mit dabei. Dann hat sie sich im Urlaub dann hatte ich zu Weihnachten ein, das kleinere hiervon geschenkt, das PLSG 2, $200, $24 Shipping, mal 45 Euro Einfuhrgebühr, die Frau ist das wert.
letztlich also, habe ich also das kleinere davon geschenkt. Ist hier wahrscheinlich auch zu schade zu mitnehmen. Es liegt nur zu Hause. Und hat sich dann jetzt im Urlaub ein Martini-Jagdmesser gekauft. Finnisches Messer. Also, die Frau hat Geschmack. Martini macht wirklich super schöne Messer. Scharfe Messer. Aber ich habe auch eine super schöne, scharfe Frau zu Hause. Das sage ich nicht, weil die das Video guckt. Ich will ja hoffen, dass es nicht guckt. Die soll das ja nicht rausfinden. So, und das fünfte, das habe ich immer dabei. Dann habe ich auch mal gezeigt, auch noch in Englisch, how to attach the mora to your assault to pack. Den habe ich wirklich immer dabei. Das ist mein Arbeits- und Bushcraft-Rucksack. Und jeder weiß, mora macht sau scharfe Messer. Und die ganze Bushcraft-Messersammler, Survivalisten-Community hat gejammert, als Mora aufgehört hat, das 510 zu produzieren, hat dann 511 mit dem scheiß Fingerguard angefangen zu bauen. Wobei die Leute dann hingegangen sind und haben sich den Fingerguard abgeschnibbelt. Also mich wird es schon jucken, in 510 noch mit rotem Griff zu kriegen. Aber die 511er hatten eine andere Scheide und die ist wirklich nicht schön. Das 510 Black gibt es aber auch nur, weil die Gebrüder Tjax, hkgt.de, das 510 nochmal herstellen lassen für ihren Online-Shop. Den kriegt man also eigentlich nur bei den Gebrüder Tjax. Brüder. Ja, Carbonstahl, wie immer scharf ab Werk. Ich ziehe dieses 510 Black oder das 510. Jedem anderen Messer nicht vor. Ich habe es halt immer dabei, weil ich bin noch nie drauf angesprochen, selbst wenn ich in der Stadt mit dem Rucksack einkaufen war, ob ich ein Messer mit mir trage. Da geht selbst die Polizei an mir vorbei und die merken das nicht. Na gut, es ist eh gesetzeskonform und von daher. Ein super Bushcraft-Messer. Outdoor-Küchenmesser. Arbeitsmesser. Und ja, das war's eigentlich. Meinen fünf Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bewertungen und Kommentare werden gerne gesehen. Das ist da. Neue Subscriber übrigens auch. Danke, dass ihr euch Zeit nehmt, meine Videos zu gucken. Und die diese auch noch kommentieren. Vielen herzlichen Dank. Tschüss, macht's gut. Bis im nächsten Video. Euer Arthur.